Glückwunsch zum Doppelpack. 2 Tore im Spiel, Vorlage, Schnatterer, Kopfball, Tor, Timo Beermann. Funktioniert ganz gut, auch gegen Würzburg, wo du das letzte Mal getroffen hast, war ja dieselbe Situation. Beschreib mal das Tor aus dort oder die beiden Tore aus deiner Sicht. Ja, wir hatten eine Variante, dass wir vorne am Fünfer starten, ja, und dann im Endeffekt sind die Bälle ja wirklich zweimal exakt gleich gekommen und ja, beim ersten Mal war ich glaube ich noch ein bisschen freier als beim zweiten Mal und einmal habe ich mit dem Kopf gemacht, einmal ein bisschen mit der Schulter und ja, beim zweiten noch ein bisschen Glück gehabt und ja, ich glaube, so beschreibt es ganz gut. Jetzt seid ihr mit einem 4-0 in die zweite Runde gezogen im DFB-Pokal. Erzähl mal, wie du das Spiel gesehen hast insgesamt. Ja, wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatten glaube ich durch Blinky eine super Chance und ja, auch nach Standards einfach viele Chancen. Matze vorher, Griese, Johnny und ja, ich glaube klar, wir mussten auch gut verteidigen und das haben wir auch gemacht, bis auf ein, zwei Situationen, wo es vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen gefährlich wurde, aber im Großen und Ganzen haben wir das gut gemacht und ja, ich glaube, das war schon mitspielentscheidend. Hast du einen Wunsch los für die nächste Runde? Nee, ich habe eigentlich keinen Wunsch los. Ein Heimspiel wäre schön, aber ich lasse mich da überraschen. Und noch ein Satz zur Unterstützung von unseren Fans. Ja, ist überragend. Der Block war komplett voll, super unterstützt und ja, dann macht es schon Spaß nach dem Sieg halt, die zweite Runde zu feiern mit den Fans. Dankeschön. Gerne. Marc, 4-0-Sieg gegen Unterhaching, jetzt in die zweite Runde eingezogen im DFB-Pokal. War der Sieg in der Höhe verdient? Ja, ich glaube, wenn man das ganze Spiel sieht und auch die Schlussphase, glaube ich schon, dass er verdient war. Wir hatten, glaube ich, schon ein bisschen mehr vom Spiel, hatten da auch eine Überlegenheit. Klar haben wir am Anfang ein bisschen gebraucht, um dann die Chancen, die sie uns geboten haben, auch zu nutzen. Und es war wichtig, dass wir vor der Pause das 1-0 machen. War für uns so ein bisschen wirklich ein Türöffner heute. Aber wie gesagt, du brauchst Geduld in so einem Spiel, gerade gegen Unterklassiker und im Pokal. Und das ist einfach wichtig. Aber wie gesagt, das war eigentlich dann bloß nach der Pause 10 Minuten, wo wir vielleicht ein bisschen Probleme hatten, wo wir da zwei vielleicht brenzige Situationen in unserem 16er hatten. Sonst haben wir vieles von unserem 16er weggehalten und dann haben wir eiskalt zugeschlagen, das 2-0 gemacht und dann nicht aufgehört zu spielen, was auch wichtig ist, gerade in so einem Pokalspiel. Machst du es 3-0, machst du es 4-0 und lässt auch gar nichts mehr aufkommen. Das war enorm wichtig und wie gesagt, ich bin unheimlich stolz auf die Jungs, wie sie heute auch in der englischen Woche nochmal hier das rausgehauen haben. Und dann so ein Sieg in der Höhe tut dann auch gut und ich glaube auch, dass er verdient war. Welche Schlüsse ziehst du aus dem Spiel? Ja, welche Schlüsse ziehe ich aus dem Spiel? Ich glaube, man sieht ja, wie schwer sich auch Mannschaften tun gegen Unterklassige. Und wir haben es heute einfach angenommen, auch den Kampf, der immer bei so einem Pokalspiel auf einen zukommt. Auch das Spielerische, weil Unterhaching ist eine spielerisch gute Mannschaft, aber wir haben dagegen gehalten, haben uns da keine Blöße gegeben, haben Geduld, ruhig, glaube ich, auch unsere Erfahrungen dann auch ausgespielt, auch sagen wir, irgendwann auch gezeigt, dass wir da vielleicht der Klassenhöhere sind. Und ja, ich fand es einfach gut, wie die Jungs aufgetreten sind, mit welcher Körpersprache und dass wir dann auch marschiert sind, auch nach dem schweren Spiel am Mittwoch. Und das ist einfach für mich einfach gut zu sehen und deswegen, wir sind auf dem richtigen Weg und jetzt müssen wir dranbleiben. Wir wissen, dass nicht immer so läuft, dass man Spiel 4-0 gewinnt, vor allem auch nicht in der zweiten Liga. Aber ja, das tut einfach unheimlich gut, nach der Niederlage 2 Siege jetzt eingefahren zu haben. Und es gibt uns auch dann Selbstvertrauen für die Wochen, die jetzt uns bevorstehen. DFB-Pokal ist ja leider kein Wunschkonzert. Wenn du dir aber einen Gegner wünschen könntest, wer wäre es denn? Ah, das ist wirklich schwierig. Ich meine, ich muss sagen, Wolfsburg muss ja noch spielen, aber nicht schon wieder Wolfsburg. Wir haben jetzt schon 3 Mal gehabt im DFB-Pokal, aber man soll es aber nicht so laut sagen. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir ein Heimspiel bekommen. Das wäre perfekt, wenn wir daheim antreten könnten. Und wer dann kommt, ist mir eigentlich egal. Wir sind auch bereit für einen ganz großen und wir lassen uns einfach überraschen, was rauskommt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, man hat von Anfang an gesehen, wie ernst wir heute das Spiel nehmen. Ich denke, dass wir relativ schnell das Spiel kontrolliert haben, defensiv gut gestanden sind, immer wieder auch hoch gepresst haben, die eine oder andere Balleroberung gehabt haben. Allerdings, ja, lange Zeit ohne Tor. Ich glaube, wenn wir mit 0-0 in die Halbzeit gehen, dann wird es schwierig. Den einzigen Vorwurf aus meiner Sicht, den wir uns machen können, dass es relativ lang gedauert hat mit einer Standardsituation, um einzeln in Führung zu gehen. Wir hatten vorher schon 2, 3 richtig gute Möglichkeiten, wo Müller auch gut hält. Aber die Standards, wissen wir ja bei uns, sind immer gefährlich und hatten davor auch schon einige, die richtig gefährlich waren, haben wir dann Gott sei Dank nutzen können, um in der Halbzeit 1-0 zu führen. In der zweiten Halbzeit, die ersten Minuten, hatten wir ein paar
gute Kontermöglichkeiten, die wir aber schlecht zu Ende gespielt haben. Und ja, dann kam es zu den 10, 15 Minuten, wo Haching aufgekommen ist beim Stand von 1-0. Wenn was passiert, wenn der Ausgleich fällt, dann kann das Spiel kippen. Das wissen wir, dass es hier in der Vergangenheit schon oft der Fall war. Wir haben ja auch selber hier schon oft genug gespielt, haben dann diese Phase schadlos überstanden. Und ja, mit der roten Karte, glaube ich, war es dann ein Spiel, wo es für uns einfacher geworden ist. Wir haben mehr Räume gehabt, haben die auch ausgenutzt, haben insgesamt 4 Tore gemacht. Und ich denke einfach auch über 90 Minuten gesehen, das sehr souverän und sehr seriös das Spiel gespielt und auch, ja, denke ich mal, mit in der Höhe auch verdient gewonnen. Ja, mein Kollege und der Haching natürlich alles Gute für die Saison. Verein, gibt viele Parallelen. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder in Kontakt gewesen, haben oft hier schon gespielt. Und deswegen hat man auch eine gewisse Sympathie hier für den Verein und wünsche euch für die dritte Ligasaison alles Gute. Herr Frank, erstmal Gratulation von meiner Seite zu dem verdienten Einzug in die zweite Runde. Ich glaube, Frank, seine eigenen Worte sprechen schon für sich, dass wir da relativ ernst genommen werden mittlerweile. Den Status haben wir uns erarbeitet in der Vergangenheit, aber natürlich müssen wir uns mit dem Status auch auseinandersetzen. Und ich denke mal zum Spiel, dass wir eigentlich in der ersten Halbzeit ganz gut im Spiel waren, sogar ein oder zwei Standards offensiv ganz halbgefährliche Situationen hatten, wo wir eigentlich nicht wirklich einen Trumpf gesetzt haben heute. Am Ende des Tages war es dann ein bisschen unglücklich für uns, dass wir dann auch noch in der, weiß nicht ganz genau, 44. oder so dann in Rückstand geraten. Und da hat man schon ein bisschen Hoffnung, dass wir die Phase vielleicht dann auch überleben, schadlos und mit einem 0-0 dann auch in die Halbzeit gehen. Und dann, glaube ich, so wie dann die Wechsel vollzogen worden sind, war der Plan, dass wir dann an Sascha auch noch nachlegen können, um dann auch noch optional ein Tor zu schießen, weil um weiterzukommen, wussten wir auch schon vorher, dass wir einschießen müssen. Dann kam die Phase, glaube ich, wo wir ein bisschen dran waren am 1-1, so 10 Minuten, Viertelstunde. Wie der Frank auch schon gesagt hat, da kam dann auch Pokalstimmung auf und und das war dann, hat der Stefan dann eine Idee gehabt. Und mit der Idee hat er dann die Pokalstimmung, sage ich mal, ein bisschen stark gedämpft und dann kam auch das 2-0 und da war dann auch der Deckel drauf. Dass das Spiel dann so hoch ausgeht, spricht dann wieder für die Jungs, dass wir, obwohl wir 0-2 hinten liegen, zu Hause gegen Zweitligisten in Unterzahl sind, es immer noch versuchen und an das Wunder, dann zu dem Zeitpunkt wäre es ja auch sicherlich ein Wunder gewesen, dann auch noch glauben und auch noch, sage ich mal, auf den Anschluss spielen und dann noch zwei Dinger fressen, die sicherlich nicht mehr entscheidend waren am Ende des Tages. Es war jetzt nicht Überraschung, dass wir dann mit Standardsituationen, wenn wir ausscheiden, über Standards ausscheiden, weil sie da brutale, ja, erstmal schon ein gutes Gespür und ein gutes Gefühl haben für die Entstehung, um dann auch eine Standard zu haben und natürlich dann, ja, mit Schnatterer, normal auch noch mit dem Arne Feig, auch noch sehr einen guten Linksfuß, der heute gar nicht gespielt hat, dann mit Schnatterer natürlich eine, ja, unglaubliche Qualität hat, A am Ball und B natürlich dann auch bei der Verwertung und insgesamt geht es dann auch in Ordnung für mich. Und wünschen FC Heidenheim weiterhin alles Gute und wir beneiden oder wir verfolgen euren Weg und beneiden euch natürlich auch um euren Weg und seid auch für uns ein Vorbild.